Salutiere und schön, dass ihr dabei seid bei meinem 5555 Abonnenten-Special. Ihr habt euch gewünscht, dass ich meinen Fuhrpark vorstelle. Ich war die letzten Tage fleißig und habe meine ganzen Fahrzeuge gewaschen. Da merkt man erst einmal, wie viel das man wirklich hat. Ich rede jetzt gar nicht lang drum herum. Wir fangen jetzt gleich an mit dem ersten von denen. Das ist dann auch schon der fleißigste von allen. Und zwar ist das mein kleiner grüner Teufel. Das ist ein John Deere aus der 5E-Reihe. Die genaue Bezeichnung ist 5065E. Da sieht man es. Das 65 steht dafür, dass er 65 PS hat. Das ist ein Dreizylinder mit knappe 3 Liter Hubraum. Hat Leergewicht ungefähr 3 Tonnen. Ich habe den 2014 gekauft vom Privat. Den habe ich aus dem Schwarzwald heimgezogen. Also ich habe ihn im Tieflader bringen lassen, weil zum Heimfahren war es mir dann doch ein wenig zu weit. Haben doch 440 Kilometer von mir aus. Baujahr ist 2011. Der hat damals, wie ich ihn gekauft habe, knappe 350 Stunden drum gehabt, also 348 um genau zu sagen. Der war eigentlich schon fast so da gestanden, wie jetzt da steht. Ich habe eigentlich bloß die Kotflügel nachgerüstet, die Zange habe ich mir dazu gekauft. Der Frontlader war schon dran. Das ist ein Stoll Profiline FS8 mit hydraulischer Gerätebetätigung, ohne Parallelführung. Mei, freilich war es ab und zu gewandt, wenn man mit der Schaufel arbeitet oder mit der Palettengabe, aber es geht auch so auch. Also ich komme gut zurecht damit. Da ist meine Verladezange. Die habe ich eigentlich so gut wie immer dran, weil ich die meiste Zeit mit dem Bull durch im Holz unterwegs bin. Die Zange, die habe ich schon mal vorgestellt in einem anderen Video. Wenn es interessiert, ich verlinke es oben rechts einmal. Dann habe ich mir da oben eine Kamera nachgerüstet. Die ist dafür da, dass wenn ich die Zange oder ein anderes Anbaugerät an- und abkuppelt, damit ich da vorne gescheit hinsehe. Weil die Sicht da von der Kabine aus doch recht beschränkt ist, weil die Motorhaube da im Weg ist. Der Bulldog hat eigentlich so keinen großen Schnickschnack. Er hat 3 Vorwärtsgang und 1 Rückwärtsgang. 3 Gruppen. Da kann man ein Allrad aus- und einschalten. Zapfwellen, da hinten kannst du umschalten zwischen Economy und normale Zapfwellen. Er hat bloß eine Zapfwellengeschwindigkeit, 540 Umdrehungen. Aber wenn du auf Economy schaltest und Gas gibst, dann kommst du so ungefähr auf 750 Umdrehungen. Da drüben ist die Kipperbetätigung und die Heckhydraulik. Da ist Frontlader-Joystick. Momentan hat er drum 1201 Stunden. Das Lenkrad ist eine Spezialanfertigung von mir. Das ist ein wenig kleiner wie das Originale, weil mir das immer so aufgeregt hat im Holztraß, wenn ich recht oft raus und rein muss vom Bulldog, dass ich da immer um das Lenkrad rumschlürfen muss. Da ist der Bildschirm für die Kamera. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel. Da oben ist die ganze Arbeitsscheinwerfer- und Scheinwischerbetätigung, Lüftung, Radio, Klimaanlage oder keine. Braucht er auch nicht. Da mache ich einfach ein Fenster auf. Die Fenster von der Kabine sind zum Ausklappen links und rechts. Hinten kannst du es aufklappen. Die Kabine von dem Bulldog ist ein Nacklack. Die kommt aus Polen, weil es 2011 den Bulldog in der ersten Generation noch nicht mit Kabine original von John Deere gegeben hat. 2012 oder 2013 ist dann die zweite Generation von dem Bulldog rausgekommen. Da ist dann auch dieser Mitteltunnel weggefallen, dafür ist der Boden dann ein wenig heicher und man hat 2 Auftrittsstufen. Ich glaube, dass die Kabine von John Deere allgemein ein wenig schmäler ist. Ein paar, die sich mit John Deere jetzt recht gut auskennen, werden jetzt sagen, ja, das ist ja eigentlich gar kein originaler John Deere nicht, weil er nicht in Mannheim gebaut wird. Ja, das ist richtig so, aber in Indien wird er im John Deere-Werk gebaut. Es hat früher mal Lizenzbauten gegeben aus Italien, aber das ist ein originaler aus dem John Deere-Werk. Hinten haben wir dann noch die Heckhydraulik mit Kategorie 2 Fanghaken. Da habe ich dann noch die Vorrichtung, damit ich den Autoanhänger ziehen kann. Die wird einfach da eingehängt, wo auch das originale Zugmal eingehängt wird. Jetzt zeige ich euch den Motor noch schnell einmal. Es ist nichts Besonderes, es ist bloß ein Dreizylinder mit Turboaufladung. Da muss ich sagen, da haben sie in Indien ein wenig einen Schmarrn gemacht. Und zwar haben sie diese kurbige Heißentlüftung. Da geht da der Schlauch raus, der geht original davor und dann unter und hört einfach da unten irgendwo auf. Und das ist direkt hinter dem Viskolüfter. Jetzt wird der ganze Öldampf, wo von dem Motor rauskommt, durch den Viskolüfter da am Motor vorbeiblasen. Und der Motor schaut in kürzester Zeit aus wie die Sau. Das habe ich irgendwann einmal gemerkt, wie ich den Motor gewaschen habe, weil mich das gewundert hat. Zuerst habe ich gemeint, die Ventildeckeldichtung ist undicht. Bis ich gesehen habe, dass dieser Schlauch da vorne drin liegt, da war alles voller Ölbads.
Ich habe den Schlauch dann einfach da rangelegt und mit so einem zolligen Gartenschlauch, natürlich in Gelb, verlängert und das dann nach unten gelegt. Jetzt kann der Öldampf nach unten weg. Jetzt ist er unten zwar ab und zu wegen schwarz, aber da wascht er sich leichter wie deren Motor. Und weil so ein Dreizylinder natürlich nagelt wie ein Nähmaschine, haben wir die ganze Motorhaube mit 9 mm Armaflex isoliert. Da hinten, wo der Turbolader und der Auspuff sind, haben wir so Alumatten hingemacht, wie halt der Hitz. Auch hinter der Verkleidung und die Stirnwand und unter der Verkleidung ist alles mit Armaflex isoliert. Ich muss sagen, das hat echt was gebracht von der Lautstärke hier in der Kabine. Gut, es ist jetzt nicht zum Vergleichen mit dem großen Bulldog, wo er entkoppelte Kabine hat, aber man kann sie bei voller Fahrt noch bequem unterhalten und ich darf sogar sagen, dass es so angenehm ist, dass man ohne Gehörschutz fahren kann. Ich muss sagen, ich bin echt super zufrieden mit dem Bulldog. Ich habe bis jetzt noch keine größeren Probleme gehabt. Man darf aber eigentlich auch nicht sein bei 1200 Stunden. Das Einzige, was einmal war, dass oben an der Heizung ein Schlauchstein undicht worden ist. Da hat dann irgendwann einmal das Kühlwasserstropfen angefangen. War jetzt kein großes Ding, nicht neue Schlauchstein rum und fertig. Ein Nachteil ist vielleicht an der ersten Generation von dem 5e, dass er bloß 30 geht. Nein, schöner wäre es, wenn er 40 gegangen hat, aber ich sage immer, solange ich Drucker drin bin und eine Heizung habe im Winter, ist mir das eigentlich wurscht, wie schnell er geht. Wir haben vorher einen 25er Hanomag gehabt, der ist 16 gegangen und hat keine Kabine gehabt. Von dem her ist eigentlich alles besser wie der Hanomag. So viel jetzt einmal zu meinem John Deere. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein und dabei hole ich mal das zweite Fahrzeug. Eine Ewigkeit später. Der zweite Arbeiter bei uns im Stall ist ein Deutz 4005 von Baujahr 67 mit einem luftgekühlten Dreizylindermotor. Der hat 38 PS. Wir haben den damals dazu gekauft, da habe ich den John Deere schon gehabt, weil ich einfach gemerkt habe, Home ist besser wie Braucher und der zweite Bulldog ist nie verkehrt. Der hängt bei mir eigentlich hauptsächlich bloß am Holzspalter dort. Dann habe ich nämlich am John Deere mein Bündelgerät und am Deutzen Holzspalter und dann geht das alles in einem Aufwasch dahin. Wir haben den damals genau in dem Zustand gekauft. Wir haben ihn bloß leider nicht recht gut probieren können, weil die Einspritzpumpen damals fest war. Dann ist der bloß Vollgas gelaufen. Wir haben ihn kurz einmal anlassen und dann wieder abgewürgt. Mehr wollten wir eigentlich gar nicht wissen. Vom Zustand hat er eigentlich ausgeschaut, wie wenn er frisch restauriert gewesen wäre. Aber nach ein paar Jahren hat sich dann gezeigt, dass die Restauration nicht so professionell durchgeführt worden ist, wie man es eigentlich macht. Da jetzt zum Beispiel, da sieht man schon, derjenige, der das damals gemacht hat, hat einfach überall über den Dreck drüber geschmiert. Das zeigt sich ja hier und da an manchen Stellen. Aber er läuft, er macht seine Arbeit und mehr muss er nicht. Der Motor, hier hat die Zylinder mal gemacht, weil der, glaube ich, bloß mindestens einer neben aus. Aber da habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht darum gekümmert. Wenn ich mal viel Zeit habe, dann mache ich das vielleicht. Ansonsten kann ich zu dem Deutz eigentlich gar nicht viel sagen. Wie gesagt, der steht die meiste Zeit bloß rum und wenn er arbeiten muss, dann arbeitet er und mehr muss er auch gar nicht. Da der Trend mittlerweile vom Zweit- zum Drittschlepper geht, haben wir auch noch einen dritten Bulldog. Den kann ich aber euch leider nicht so zeigen, weil der momentan so eingeräumt ist, dass ich ihn nicht rausbringe. Außerdem ist er nicht fahrbereit. Ich blende euch da schnell ein Video ein, da sieht man, wie der läuft. Der ist technisch soweit eigentlich fertig. Der hat einen kompletten Motor überholt gekriegt. Da waren neue Laufbuchsen, neue Kolben, Einspritzpumpen ist gemacht. Der Block ist geschwarzt, weil der mal aufgefroren war. Laufen tut der wie ein Uhrwerk. Man müsste ihn halt jetzt einmal zusammenbauen. Blechteile haben wir eigentlich alle da. Ich möchte ihn auch gar nicht wirklich restaurieren. Ich möchte ihn in dem Zustand lassen, wie er ist. Weil ich finde, man darf den Bulldog das Alter ruhig ansehen. Und man darf auch sehen, was der gearbeitet hat in seinem Leben. Wenn ich mal in der Rente bin oder der Bub soweit ist, dann glaube ich, dann schaffe ich das auch noch. Die erste Kategorie hat man damit abgeschlossen. Jetzt kommen wir zur zweiten, und zwar zu den Autos. Da sieht man schon ein wenig rausspitzen. Das ist mein Sommerfahrzeug, mein VW Caddy. Die Basis von so einem VW Caddy ist ein 1er Golf. Der ist jetzt Baujahr 91. Und dem ist nicht mehr recht viel original. Die Stoßstange vorne habe ich weggemacht. Kopfflügel haben gezogen, Spurverbreiterungen sind drum. Tiefergelegt ist er. Lackiert ist er außen komplett in tiefschwarz. Der komplette Unterboden und der Motorraum sind in orange matt lackiert. Ich finde, schwarz ist die schönste Farbe, die es gibt für ein Auto, aber halt auch die undankbarste. Man sieht da jedes Staubkörnchen und an jeden Kratzer. Wenn ich ihn heute nur mal herrichten darf, würde ich die Farbkombination genau andersrum wollen. Ich darf das Auto in orange matt machen und den Unterboden schwarz. Wie der Caddy damals ausgeschaut hat, wie ich ihn gekriegt habe, blende ich euch jetzt einmal kurz ein.
Wie man sieht, war der in einem nicht so guten Zustand. Ich habe den komplett zerlegt, in ein Gestell eingeschraubt, bis zur Rohkarossen alles weggebaut, Sand gestreut und komplett neu aufgebaut. Im Zuge dessen habe ich auch festgestellt, dass die Ladeflächen hinten so marode war. Die haben wir komplett rausgetrennt, da hat man Spezl geholfen, weil ich habe das Werkzeug damals daheim gar nicht gehabt. Wir haben die komplette Ladeflächen aus Edelstahl gemacht. Die kompletten Querträger sind aus Edelstahl. Den Heckansatz, den haben wir neu geformt, der ist nicht original. Der Schwelleransatz an der Seite, den haben wir verlängert, genauso wie das Heckblech hinten. Der Auspuff an der Seite, das ist nur ein Blenden. Da sieht man, ich weiß nicht, wie man da reinschaut, sieht man den originalen Auspuff da drin. Die Ladeflächen ist um 5 cm länger wie original. Die hört nämlich normalerweise da an der Kante auf. Die haben wir verlängert. Die Heckklappen ist entfernt. Da haben wir aus alten Gurtbändern also ein Netz genäht. Da vorne ist so eine kleine Ringwasserablaufrinne mit zwei Ablauflöchern, links und rechts. Da an der Seite haben wir links und rechts solche Holzkisten hingebaut, damit die Radläufer verdeckt sind. Die kann man auch mit Scharnierl aufklappen. Das ist dann wie so eine Art Kofferraum bei dem Auto. Da kann man die ganzen Spanngurte und alles Mögliche hineinschmeißen. An der Front hat er Glaglasscheinwerfer gekriegt mit Fadenkreuz drin. Und in der Aussparung, wo normalerweise die Stoßstange verschraubt ist, haben die Blinker jetzt drin. Motorhaum ist beklebt mit einer 3D-Carbonfolie. Der Motor ist ein 1,8 Liter 8-Ventiler. Kennbuchstabe 2H aus dem 1er Golf Cabrio, original mit 98 PS. Da habe ich dann noch den Luftfilterkasten, den Krümmer und das Hosenrohr sowie den Chip vom 1er Golf GTI umgebaut. Jetzt müsste er eigentlich 112 PS haben. Aus dem 1er Golf habe ich auch die Servolenkung übernommen, die habe ich ihm spendiert. Leider schaut er im Innenraum nicht ganz so schön aus wie außen. Das ist nach wie vor immer noch Baustelle. Die Fußmatten habe ich ebenfalls aus Edelstahl gemacht. Die Sitze haben vom 3er Golf GTI. Orange Gurte hat er gekriegt. Und die Türverkleidungen sind aus MDF. Die Fensterkurbeln sind recht lustig. Da haben wir nämlich was überlegen müssen, weil die Boxen da so weit rausstehen, dass die originalen Kurbeln nicht mehr zum Drehen war. Darum haben wir da so kleine Ratschen besorgt. Die kann man jetzt, wenn man es umschaltet, nach unten kurbeln als Fenster. Und wenn man es wieder zurückstellt, dann kann man das Fenster wieder nach oben kurbeln. Es ist recht lustig, wenn man damit von der Polizei aufgehalten wird, weil das dauert halt auch ein wenig, bis das Fenster dann runterkurbelt ist und dann schauen die immer, was da los ist. Aufgebaut habe ich mir den Caddy eigentlich hauptsächlich aus dem Grund, nämlich dass ich meinen Rennroller an der Rennstrecke transportieren kann. Da die Rennstrecken bei uns nicht gleich direkt ums Eck sind, war das immer recht ekelhaft damit, mit dem Hänger und mit dem Auto da hinzufahren. Das ist dann jetzt schon die perfekte Überleitung zur dritten Kategorie. Jetzt kommen wir nämlich von den Vierradl zu den Zweiradl. Da haben wir jetzt die erste Version von einem Rennroller von mir, den wo ich mir zusammengebaut habe. Das ganze Konzept ist aus einer Bierlaune mal raus entstanden, weil ich mir gedacht habe, der Fußraum vorne bei so einem Roller ist ja prädestiniert dafür, dass man da einen scharfen Motor einbaut. Das Grundfahrzeug von dem Rennroller war ein Vespa PK50. Von dem ist eigentlich nicht mehr viel übrig geblieben, eigentlich bloß noch der Rahmen. Es ist ein kompletter Rohrrahmen eingeschweißt. In dem hängt da vorne ein Motor von einer KTM 380 EXC. Der hat 380 Kubik und original, glaube 69 PS. Bei der Umsetzung mit dem Rahmenbau und die Schwinger da hinten hat man der gleiche Spezlkäufer, der wo man auch beim Caddy-Umbau geholfen hat mit den Blecharbeiten. An der Stelle, danke Noppi, war echt eine super Zeit damals. Der Rohrrahmen ist fest mit der Karosse vom Roller verschweißt und da hängt auch diese Hinterachse dran, über die wo das Hinterradl mit einer Kette drin wird, wie original bei der KTM auch. Da geht nämlich der Spaß dann nämlich los. In dem Roller sind, ich weiß nicht mehr genau wie viel, ich glaube 8 oder 9 verschiedene Fahrzeuge verbaut. Die Schwinge ist von einer Yamaha TDR 125. Das Federbein hinten ist von einer 125er Aprilia RS. Das Hinterradl ist von Yamaha Shappi 50er Mokik. Der Tank ist von einem Hercules Prima 3S. Der Kühler
ist von einer Kajiba Mito 125. Kupplungshöbe und Bremspumpen sind von einer Yamaha DT. Die Gabelbrücken und die Lenkerstumme sind von einer 600er CBR. Die Gabel vorn ist zwar von Vespa, aber von einer ET2 50 Kubik Automatikroller. Die Schutzblech vorne ist selber gebaut aus einem KG-Rohr. Der Ausgleichsbehälter, den weiß ich gar nicht, aber ich glaube, dass der auch von irgendeinem Plastikroller ist. Die Auspuffanlage habe ich selber gebaut. Die läuft einmal durch den Rahmentunnel durch und dann unten entlang. Läuft dann auf der anderen Seite innerhalb der Schwinger da nach oben und geht da unten durch die Karossen durch und der Endtopf kommt dann da hinten in der Mitte raus. Ich habe den Roller auf dem Prüfstand stehen gehabt, der hat ungefähr so 63,4 PS gehabt. Ist zwar leider nicht ganz das, was original hat, die KTM, aber ich glaube, für die Karossen ist das mehr als ausreichend. Es macht einen unbändigen Spaß, das Ding zum Fahren. Man möchte gar nicht glauben, dass es sich doch so gut fahren lässt, aber es funktioniert. Man gewinnt damit jetzt zwar keinen Wettbewerb, aber bei dem Projekt ist eigentlich nur um die Gaudi gegangen und um den Spaß. Aber natürlich ist das ganze Material von dem Roller natürlich absolut überfordert. Die Bremsanlage ist für das Gewicht nicht ausgelegt. Das Blech reißt durch die Vibrationen immer wieder an irgendwelche Stellen. Ich bin immer wieder am Nachschweißen. Man muss ja immer schauen, ob man nicht irgendwo einen Schrauben oder irgendwas verloren hat. Und aus dem Grund habe ich dann irgendwann einmal angefangen, mir einen neuen Rennroller aufzubauen. Die Basis von dem zweiten Rennroller ist im Grunde die gleiche wie von dem ersten auch. Das war ein Vespa PK50. Da habe ich bloß hinten den Arsch weggeschnitten. Ja, wie man sieht, ist der leider noch lange noch nicht fertig. An dem stirlt ich glaube ich schon seit 5 Jahren umeinander. Immer wenn ich mal Lust und Zeit und ein bisschen Geld übrig habe, stecke ich da wieder was rein. Vorne im Fußraum habe ich Edelstahlrohre verschweißt, einfach zum Verstärken von der ganzen Karossen, damit man das Verwinden ein wenig unterbinden kann. Die Gabi ist wieder die gleiche wie beim ersten Rennroller auch. Die ist von der Vespa ET2, aus dem einfachen Grund, weil die original schon einen Bremsstein verbaut hat. Der einzige Unterschied da ist, da habe ich eine Halterung für einen radialen Bremssattel verbaut und einen 4-Kolben-Bremssattel mit einer Stahlflexleitung. Und oben habe ich mir schöne radiale Bremspumpen von Adelin verbaut. Ein Tomaselli Schnellgasgriff. Der Lenker ist von der Vespa PK XL2. Den habe ich da bloß eingeschnitten und die Lenkerenden ein wenig nach unten bogen, dass das ein wenig sportlicher wird. Das Schaltrohr von dem Lenker, bei der Vespa schaltet man ja da mit der Hand, habe ich da mit Messingbuchsen ganz spielfrei gemacht, damit das so präzise wie möglich schalten kann. Da haben original bloß so Kunststoffbuchsen drin und dann wackelt das die ganze Zeit. Kupplungshebe habe ich von Zapp. Der Motor ist ein originaler Vespa-Motor, naja, wenn man dazu original sagen kann. Also das Motorgehäuse ist weitestgehend noch original. Das ist ein Vierganggetriebe drin mit einem kurzen vierten Gang. Die Primärübersetzung ist auf 3,0 verkürzt. Der Zylinder ist ein 125 Kubik Quadrini Zylinder mit Direktansauger und Membrankasten. Da hängt der 35er Kaihin Vergaser dran. Die Zündung ist eine Wape-Zündung. Overref schimpft sie die. Die hat einer aus dem Vespa Forum entwickelt. Die ist recht gut, weil da kann man nämlich da über die CDI-Einheit da oben die Zündkurven verstellen. Der Auspuff ist eine Eigenkonstruktion von mir, den habe ich selber am CNC-Plasmaschneider ausgeschnitten und mit Wick geschweißt. Jetzt hängt da Lambda-Sonden drin und da oben Abgastemperatursonden. Die Kabel dafür und auch die Kabel von der Zündung, die hängen da jetzt bloß ein wenig wild umeinander, weil der Roller eigentlich die meiste Zeit jetzt bloß auf dem Prüfstand läuft bei mir. Ich habe in der Werkstatt einen eigenen Leistungsprüfstand und da stirlt die immer ein wenig an dem Motor umeinander. Das Ganze ist so noch recht eine Baustelle. Die Sitzbank muss noch geändert werden, der Tank muss noch geändert werden. Ein neues Fahrwerk oder ein gescheites Fahrwerk brauche ich noch dazu. Ja, und Lackierung fällt noch. Ich hoffe, dass ich heuer so weit komme, dass ich mit dem Roller mal auf die Rennstrecke fahren kann und auch darf, weil nach der ganzen verrückten Zeit mit eingesperrt sein und zugesperrt sein und irgendwo hin darf, war es jetzt echt einmal wieder lustig, dass wir auf der Rennstrecke mal wieder ein wenig Zau rauslassen. Da nehme ich euch auf jeden Fall mit, wenn es soweit ist. Aber zum Glück habe ich nicht bloß Roller für die Rennstrecke, sondern auch für die Straße. Und da haben wir Nummer 1, 2 und 3.
Die erste in dem Trio ist meine blaue V50R, Baujahr 67 oder 69, wenn mich nicht alles täuscht, ich weiß nicht ganz genau. Das ist die, wo ich schon am längsten habe, zusammen mit der gelben habe ich die restauriert. Ich blende mal ein Foto ein, wie die zuerst ausgeschaut haben. Ich habe da eigentlich einen ganzen Hänger voll Schrott gekauft damals und habe das von Grund auf neu alles aufgebaut. Es hat sich in der ganzen Zeit einiges daran verändert. O-Trim wird das gute Stück von einem 130 Kubik Graugaszylinder von Polini zusammen mit einem 27er Mikuni Vergaser und einer Zündung von V-Dronic. Primärübersetzung ist eine 256 Grad verzahnte. Leistung hat das Ganze um die 26 PS. Darum hat die auch eine Motorradzulassung. Der Auspuff ist auch wieder ein Eigenbau. Diesmal aus Edelstahl. Den habe ich auch wieder mit dem Plasmaschneider ausgeschnitten und mit Wick verschweißt. Optisch habe ich das ein wenig aufgewertet, indem ich da so Tribals mit der Airbrush drauf gemacht habe. Die Umrandungen von den Tribals habe ich mit Blattgold gemacht und da ein bisschen so einen Schatten hingemacht. Das da unten, das ist leider bloß ein Aufkleber, also so habe ich es dann doch nicht drauf mit der Airbrush. Man sieht da den Ansatz. Das da außen, das habe ich mit der Airbrush gemacht, links und rechts. Und von da drüber und darunter, das ist der Aufkleber, der ist unterm Klarlack mit Neil lackiert. Da vorne hat die Gurte ihren Namen stehen, inspiriert durch den Film Nur noch 60 Sekunden, weil die blaue nämlich genauso zicky ist wie der Shelby. Ich weiß, in dem Film schreibt man den mit A da dazwischen, aber bei mir ist das die Eleanor. Von dem Roller hat meine Tochter auch ihren Namen gekriegt. Nicht weil es so ein Zicke ist, sondern weil mir der Name einfach super gefällt. Da vorne haben wir noch ein kleines Detail. Da fährt immer mein kleiner Troll mit, den habe ich noch aus meiner Kindheit. Mittlerweile hat er keine rosarote Haare mehr, sondern zu graue und es werden immer weniger. Also eigentlich das gleiche wie bei mir auch. Vielleicht kennt ihn noch jemand. Die Trittleisten, wo original drum waren, habe ich runtergemacht. Dafür haben wir da so 8 mm Edelstahlstangelbogen und mit so Abstandshalter dann da mit der Karossen verschraubt. Fand ich optisch eigentlich auch recht ansprechend, links und rechts. Und Sitzbank habe ich momentan eine originale Zweisitzer-Sitzbank verbaut. Normalerweise ist da Mono-Sitzbank drauf, die habe ich auch selber gebaut. Die ist sogar vom TÜV abgenommen, weil das kombiniert ist, Tank und Sitzbank in einem. Ich blende euch einmal ein Foto ein, wie das normalerweise ausschaut, wenn ich allein fahre. Als nächstes kommen wir dann zu der gelben. Die habe ich gemeinsam mit der blauen hergerichtet. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel drüber zum sagen. Da habe ich versucht, dass ich so weit wie es geht wieder in die Originaloptik zurückversetzt. Die hat jetzt auch gar keinen so einen scharfen Motor. Die läuft als ganz normaler 50 Kubik Roller. Hat aber einen 75 Kubik Zylinder von Polini verbaut mit einem 16er Vergaser. Das ist bei der Vespa eigentlich so diese Standardmotorisierung. Weil mit dem 50 Kubik Zylinder, da kommst du einfach keinen Berg rauf. Und mit den 75 Kubik, da läuft es recht schön. Da kannst du einmal einen Berg rauf fahren, zu zweiter Spitze geht es vielleicht so 60 km/h. Und fahren tue ich mit ihr eigentlich bloß, wenn wir zu zweiter unterwegs sind, also die Frau mit ihrem Roller und dann fahre ich mit dem, weil da ist der blaue dann einfach zu schnell, da macht es dann auch keinen Spaß. Und dann hocke ich mich einfach auf die gelbe drauf und fahre mit ihr ein paar Meter. Und dann haben wir schon bei der letzten. Das ist die weiße, wie gesagt, das ist der Roller von meiner Frau. Die ist eigentlich die originalste von alle. An der Karossen habe ich gar nichts gemacht. Die Patina, die ist einfach so, wie es ist. Das einzige, was ich umgebaut habe, ist der Korb da vorne, damit es zum Einkaufen fahren kann damit. Die Sitzbank, da haben wir andere drauf gemacht. Und den Motor habe ich natürlich gemacht. Die hat im Grunde den gleichen Motor wie die gelbe. Die hat auch 75 Kubik und einen 16er Vergaser. Der einzige Unterschied an der ist zu der gelben, dass die einen anderen Auspuff verbaut hat. Und zwar hat die Polini-Schnecken. Die ist vom Klang ein wenig kerniger. Bei der gelben ist es eine ganz normale, originale Sito-Nachbauanlage. Da sieht man die Patina noch. Somit meine Vespas haben wir jetzt alle durch. Jetzt glaube ich, jetzt versteht ihr, warum ich als Spitzname Vespa-Peter heiße. Jetzt kommen wir zu meinem schärfsten Pferd im Stall. Da müssen wir jetzt bloß einen Gefallen tun, das ist ein wenig ein Lativa und die möchte gern mit Sie angesprochen werden. Aber jetzt schauen wir mal, ob es Lust hat. Jetzt schauen wir mal, ob das nochmal funktioniert. Und Schniss. Oh, da ist irgendwas schief gegangen. Ah, war ja die falsche Seite.
Schnips. Ah, jetzt schaut's besser aus. Wie man, glaube ich, unschwer erkennt, ist dieser Ducati. Und zwar ein Monster S4 RS. Baujahr 2007. Meiner Meinung nach das schönste Motorrad, was Ducati jemals gebaut hat. Das RS steht, wie bei anderen Herstellern auch, für ein Sondermodell. Und zwar hat die komplett Öl ins Fahrwerk vorne und hinten. Hat ein bisschen einen schärferen Motor, einen 998 Kubikmotor, Testa Stretta von der 998er Superbike raus. Der hat original 130 PS. Die hat jetzt eine komplette Termignoni Auspuffanlage, einen Luftfilterkasten von Termignoni und einen Chip und ein anderes Mapping drauf. Die müsste jetzt so knapp 150 PS haben. Die hat jetzt genau 20.000 Kilometer drum. An der ist natürlich auch einiges umgebaut. Die gibt es original nicht so in der Farbkombination. Also entweder gibt es mit roten Anbauteile und roten Rahmen oder mit schwarzen Rahmen und schwarze Anbauteile. Die ist aber original mit schwarzen Rahmen und roten Anbauteile hat es dazu gekriegt. Die Auspuffanlage, die habe ich ein wenig kürzer gemacht, weil da normalerweise das normale Heck drauf ist. Da geht da hinten noch so ein Schutzblech raus. Das hat mir nicht gefallen, darum habe ich ein kurzes Heck drauf gebaut und die Auspuffanlage ein wenig abgeschnitten. Es ist natürlich, wie bei jeder Ducati mit Trockenkupplung Pflicht, ein offener Kupplungsdeckel verbaut mit einer schönen roten Druckplatte und goldenen Federn. Dann hat es schöne goldene Griffe gekriegt, andere Brems- und Kupplungshebe. So Highsider-Spiegel habe ich hier gemacht. Kleine LED-Blinker hat es gekriegt. Den vorderen Kettenschutz aus Carbon. Den hinteren habe ich komplett weggemacht. Das schaut schöner aus. Hinten ein goldenes Kettenbladel. Carbon-Schutzblech hinten. Die Krümmer von der Auspuffanlage habe ich poliert. Auf die Sitzbank habe ich dann noch einen anderen Bezug drauf gemacht. Da ist da hinten einmal dieser Ducati-Schriftzug eingestickt. Und da vorne im Sitzbereich ist ein Anti-Rutschleder drum, einfach dass man mit dem Arsch nicht so hin und her rutschen kann. Jetzt habt ihr mein Ducati auch gesehen, aber was hilft euch das ganze Moped anschauen, wenn es nichts hört? Wer Ducati kennt, weiß, dass die einen ganz unverwechselbaren Klang haben. Also kriegt jetzt eine kurze Hörprobe. Damit bin ich jetzt am Ende mit der Vorstellung von meinem Fuhrpark. Ich hoffe, ich bin dem 5555 Abonnenten-Special ein wenig gerecht worden und euch hat es ein wenig Spaß gemacht beim Zuschauen. Das nächste Special, würde ich sagen, gibt es dann bei 11.111 Abonnenten. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis wir das knacken. Normalerweise würde ich an der Stelle jetzt ja sagen, seid fleißig und schaltet das nächste Mal wieder ein und so. Diesmal machen wir das ein wenig anders. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und bedanke mich fürs Zuschauen. Haut's rein und jetzt dürft ihr noch ein paar Impressionen anschauen.